Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es den perfekten Start Nummer 3. Das heißt, es ist jetzt schon wirklich der dritte Teil. Checkt gerne auf jeden Fall noch Teil 1 und Teil 2 ab, falls ihr die verpasst habt. Und ich werde euch heute eben wieder weitere Tipps und Tricks geben, wie man eben perfekt reinstarten kann in FIFA 18. Falls ihr das öfter sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, checkt unbedingt noch den Merchandise in der Beschreibung ab und wir gehen jetzt direkt rein ins allererste Thema. So, let's go. Das erste Thema lautet Tagesgeschenke. Viele von euch werden es wissen, man muss sich auf jeden Fall die Tagesgeschenke abholen. Die konnte man früher immer nur in der Web-App abholen. Die Web-App ist übrigens auf dem PC verfügbar. Das haben mich ganz, ganz viele Leute gefragt. Die ist auf dem PC verfügbar. Da kommst du über die EA Sports Homepage ganz normal rein. Und ja, die konnte man eben, also die Tagesgeschenke konnte man damals nur über die Web-App abholen. Mittlerweile kann man sie auch über die Companion-App abholen. Das ist die Handy-App zu FIFA 18 dann in dem Fall. Und die musst du eben abholen. Da kannst du Coins bekommen, da kannst du aber auch Packs bekommen. Und das musst du unbedingt machen, denn das sind geschenkte Coins. Das ist ein geschenktes Objekt, sage ich jetzt einfach mal, dass du da einfach abholen kannst. Also wirklich würde ich dir wirklich raten, jeden Tag reinzugehen und dir diese Tagesgeschenke abzuholen. Das Ganze findet immer am Anfang von FIFA 18 statt. Ich glaube, so die ersten 2 Wochen oder so bekommt man da jeden Tag wirklich ein Geschenk. Dann hört das auf, das heißt, du bekommst keine Geschenke mehr und dann zu Events wie zum Beispiel Footmas oder Ostern oder irgendwie sowas oder Foot Birthday, da bekommst du dann auch wieder Tagesgeschenke. Also zu so Special Events bekommst du immer Tagesgeschenke und da musst du die dann auf jeden Fall immer abholen und immer eben über die Companion App oder über die Web App, über die Konsole kannst du Tagesgeschenke nicht abholen. So, wir gehen rein ins zweite Thema und das sind die Münzen Boosts. Kennen wahrscheinlich auch schon viele. Ihr müsst einfach nur in den Katalog reingehen, ja. Im ganz normalen FIFA Menü geht ihr in den Katalog eben rein, wie gesagt. Und da seht ihr dann Münzboosts und die müsst ihr einfach nur anwenden. Also ihr drückt da einfach auf Kaufen, müsst ihr dann mit diesen EA Sports Münzen holen und dann bekommt zum Beispiel für 5 Spiele 1000 Münzen. Das heißt, ihr spielt ein Spiel und am Ende des Spiels werden euch einfach 1000 Münzen hinzugerechnet. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr dann 5 Spiele gespielt habt, insgesamt 5000 Münzen gratis geschenkt. Und ich würde euch raten, diese ganzen Münzboosts direkt am Anfang aufzubrauchen, denn am Anfang sind die Coins noch am meisten wert. Am Anfang bringt euch das Ganze einfach auch am meisten und es lohnt sich einfach am meisten. Deswegen wirklich versucht, diese Münzboosts alle direkt am Anfang anzuwenden, in den Katalog reingehen, alle Münzboosts direkt einlösen und dann macht ihr da auf jeden Fall am Anfang so viele fucking geschenkte Coins. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist wirklich easy, diese Coins sich zu holen. Also wer das nicht macht, ist selber schuld. Aber so könnt ihr echt leicht zu Beginn viele Coins bekommen. So, wir gehen rein ins dritte Thema. Und das, dabei geht es um Drafts. Und zwar solltet ihr Drafts niemals mit Coins spielen, sage ich jetzt mal. Sondern eher dann doch mit Points. Und zwar kostet das ja 300 Points, umgerechnet ca. 3 Euro. Und wenn ihr das am Anfang macht, dann kann sich das echt lohnen. Denn man bekommt bei Drafts am Anfang immer bessere Belohnungen als am Ende. Das habe ich rausgefunden in FIFA 17 und damals auch schon in FIFA 16. Bei dem ersten Draft, was du gewinnst, bekommst du viel heftigere Belohnungen als beim 10. Draft, welches du gewinnst. Beim ersten Draft, was ich gewonnen habe, habe ich 45.000 Münzen bar auf die Hand bekommen und dann noch ein Pack, ich glaube ein 35k-Pack oder so. Das heißt wirklich Belohnungen im Wert von 80.000 Münzen. Das ist doch absolut krank, also das ist wirklich heftig. Deswegen, falls ihr Draft spielt, dann eher am Anfang auch eben, um da wirklich die guten Belohnungen direkt am Anfang zu bekommen. Und dann halt auch eher lieber mit Points, damit ihr eben diese 15.000 Coins nicht verliert, sondern halt eben ein bisschen Echtgeld reinhaut, um dann, wie gesagt, eben die Coins nicht zu vermindern, falls ihr da irgendwie direkt in der ersten Runde ausscheidet. Deswegen Draft auf jeden Fall am Anfang spielen, da bekommt man sehr, sehr heftige Belohnungen. So, wir gehen rein ins allerletzte Thema und das ist nochmal was, ja, ganz Offensichtliches. Leute, falls ihr gut seid in FIFA, falls ihr halbwegs Skills habt, dann versucht wirklich die Weekend League zu spielen, falls ihr auch die Zeit habt natürlich. Denn bei der Weekend League könnt ihr so heftige Preise rausholen. Ich selbst habe nämlich zu FIFA 17 den Fehler gemacht, dass ich erst nach 4 Monaten oder so begonnen habe, aktiv Weekend League zu spielen. Das war ein Riesenfehler, denn da bekommst du so krasse Preise und kannst dir so viel ersparen. Denn wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in der ersten Weekend League direkt mal Gold 1 oder so erreichst, dann bekommst du einfach mal 200k-Packs und nochmal richtig viele Coins dazu. Und das ist so viel wert am Anfang von FIFA 18. Deswegen rate ich jedem Einzelnen von euch, auch wenn ihr jetzt nicht ganz so krass seid, probiert einfach mal, euch für die Weekend League zu qualifizieren.
und versucht dann wirklich einen guten Rang zu erreichen. Also ich würde euch wirklich raten, am Anfang direkt Gas zu geben in der Weekend League, denn dann könnt ihr wirklich so viele Coins rausholen durch die Weekend League Rewards. Es ist einfach eine sehr gute Möglichkeit für gute FIFA-Spieler, direkt an Coins zu kommen. Also das würde ich euch auch noch raten, aktiv Weekend League spielen. So Leute, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Daumen nach oben da, checkt den Merchandise in der Beschreibung ab und vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.